Wenn man nicht gerade einen eigenen Parkplatz hat, dann kann die Parkplatzsuche vor allem in den dicht bebauten Stadtgebieten zur Geduldsprobe werden. Die Stadt Düsseldorf möchte dieser Entwicklung entgegenwirken und richtet aktuell neue sogenannte Bewohnerparkgebiete ein. Fremdparker müssen dort jetzt tief in die Tasche greifen, zumindest tagsüber. Der Golzheimer Platz im Norden Düsseldorfs. Hier einen Parkplatz zu bekommen, war schon immer schwierig. Große Firmen und die gute Anbindung an Flughafen und Messe machen die Parkplätze vor allem in den umliegenden Wohngebieten begehrt. Seit Weihnachten kann man hier nur noch für maximal 2 Stunden parken, wenn man sich ein Ticket zieht, es sei denn, man hat einen Anwohnerparkausweis. Ja, Basis ist der Beschluss des Rates aus dem Jahr 2020. Dass die Verwaltung 25 weitere Bewohnerparkgebiete einrichten soll. Und Ziel ist es halt sozusagen, den Wohnstandort in Düsseldorf zu stärken. Das heißt, die Anwohner zu privilegieren, die dort wohnen, sollen halt leichter einen Parkplatz finden als vorher. Über 1 Euro für eine halbe Stunde parken. Das ist der Preis in den neu eingerichteten Gebieten rund um die Münsterstraße, dem Golzheimer und dem Reserplatz. Nachts ist das Parken kostenlos. Und tatsächlich, das Konzept scheint aufzugehen. Während unserer Dreharbeiten ist wie hier auf der Rotterdamer Straße jede Menge frei. Laut einiger Anwohner war das vor der Einrichtung ganz anders. Morgens ab 8 Uhr war hier alles zugeparkt von den Berufstätigen, die halt hier hingependelt sind teilweise auch. Und sie haben den ganzen Tag über bis 5 Uhr nachmittags, bis die alle wieder abgereist sind, haben sie hier keinen Parkplatz bekommen. Und jetzt ist die Bühne leer, weil es was kostet. Ja, in den letzten Jahren habe ich schon gesehen, dass hier Leute, die als Pendler kommen, hier die Möglichkeit genutzt haben, als auch Leute, die Urlaub gemacht haben. Das heißt, dass ein Auto, was kein Düsseldorfer Kennzeichen hatte, hier über eine längere Zeit gestanden hat. In diesem Jahr sollen weitere 13 solcher Gebiete rund um den Düsseldorfer Stadtkern dazukommen. Unter anderem in Bilk und Flingern. In den beiden Stadtteilen sollen zusätzlich sogenannte Pilotbereiche entstehen. Wie die genau aussehen sollen, wird aber noch im Amt für Verkehrsmanagement erarbeitet. Das fängt an bei der Einrichtung von Mobilstationen, geht weiter über die Einrichtung von Sharing-Systemen. Das geht auch weiter mit der Digitalisierung des Raums, dass man weiß, wo sind Parkplätze frei, damit man nicht den Parkraum suchen muss. Solche Dinge werden dort ausprobiert. Fremdparker werden es in Zukunft in Düsseldorf deutlich schwerer haben, in den innenstadtnahen Gebieten einen kostenlosen Parkplatz zu finden. Für die Anwohner könnte das bedeuten, dass sie tagsüber nicht mehr wie hier am Hermannplatz in Flingern ewig Runden drehen müssen auf der Suche nach einem Parkplatz. Tja, aber die Frage ist, wie ist es denn dann abends? Und das ist auch Ihr Kritikpunkt, Herr Graf, oder? Ja, also für uns in Flingern wird das neue Parkraummanagement nicht viel nützen, weil tagsüber findet man bei uns immer noch eine Lücke. Und das Problem ist bei uns abends, so ab 19 Uhr ungefähr bis morgens 7 Uhr. Da, wenn man dann kommt, ne, und sucht einen Parkplatz, dann findet man schon so gut wie keinen legalen Parkplatz mehr. Man dreht vielleicht 10 Runden ums Eck und stellt sich dann entnervt irgendwo in 2. Reihe oder hinter eine Baumscheibe, wo es gerade noch keinen stört. Und wenn man am nächsten Morgen zu seinem Auto kommt, dann hat man vielleicht noch ein Knöllchen. Und spätestens dann fragt man sich, warum zahle ich eigentlich dann für den Anwohnerparkausweis? Ja, was wäre denn Ihr Lösungsansatz? Ja, also das, was jetzt da geschieht, ich kann natürlich die anderen Gebiete nicht beurteilen, aber für Flingern kann ich sagen, das, was jetzt ist, ist auf jeden Fall keine Lösung, weil da wird das Problem nur verwaltet und die Parkplätze werden restriktiver vergeben. Mhm. Das Einzige aber, was hilft gegen zu wenig Parkplätze, meines Erachtens, ist die Neuschaffung neuer Parkplätze. Ja. Aber mal ganz provokant gefragt, wo soll der ganze Parkraum überhaupt herkommen? Also irgendwo ist ja dann auch mal Schluss. Ja, also wenn man das zuerst mal auf die Straße guckt, da meint man, dass es wohl sehr schwierig ist. Wir haben aber im Stadtbezirk 2 viele Neubauvorhaben und auch in ganz Düsseldorf wird viel neu gebaut. Und bei so einer Gelegenheit kann man natürlich, wenn neu gebaut wird, die Chance nutzen, gleich eine ausreichend große Tiefgarage mitzubauen, die am besten nicht nur den Bedarf für diejenigen deckt, die dann dort wohnen werden, sondern auch am besten auch für Entlastung in den umliegenden Straßen zu sorgen.
Und ja, also die Chance zumindest dazu besteht. Ja, auf der anderen Seite geht der Trend ja eigentlich dahin oder die Entwicklung, dass wir die Autos aus den Innenstädten raushaben wollen, um eben nicht so viel Verkehr zu haben, um eher dann dem ÖPNV den Vorrang zu geben, den auch auszubauen. Und wenn wir so ins europäische Ausland gucken, nach Amsterdam, nach Oslo, auch Teile von Paris, da funktioniert das ja ganz wunderbar. Naja, also das ist eine Sicht, dass das so wunderbar funktioniert. Also ich würde mich jetzt mit solchen Städten nicht als Ziel sehen für Düsseldorf. Viele sagen ja und meinen das eher gegen Autos. Viele sagen, die Autos stehen eh die meiste Zeit nur rum. Mhm. Wenn das aber so ist, dann sind ja die parkenden Autos überhaupt kein Problem. Wenn sie denn einen ordentlichen Ort haben, wo sie stehen können. Man könnte den Platz ja aber auch anders nutzen, für die Menschen oder für Fahrradfahrer als Aufenthaltsort anstatt als Parkplatz. Naja, also jetzt sprechen Sie was an, also den Platz nutzen anstatt für Menschen anstatt von Autos. Das glaube ich, ist genau der Denkfehler. Weil wir sollten nicht Menschen gegen Autos ausspielen, sondern Menschen und Autos funktionieren zusammen. Die Menschen brauchen ihre Autos. Und da, wo ein Auto ist, wo ist ja meistens, ja, wenn sie nur stehen, nicht, aber oftmals auch ein Mensch drin. Und das gehört das zusammen und nicht auseinander. Ja, wahrscheinlich liegt es auch daran, wie viele Autos letztlich dann dazukommen, also wie viele Autos letztlich in der Stadt sind, ob es da nicht irgendwann zu viele sind. Wir werden das Thema weiter im Auge behalten und gucken, wie sich das mit der Parksituation in Düsseldorf weiterentwickelt. Herr Graf, danke schön, dass Sie bei uns waren. Und dieser junge Mann hier